kann viel mehr in meinem Leben mich auf ein Abenteuer einlassen und das emotional verkraften. Also ich Ja. kann neue Dinge beginnen und durch die Unterstützung, die emotionale Begleitung, bin ich wirklich in der Lage, es gut zu verkraften. Hallo, ich bin Glenn, Journey Practitioner bei The Journey von Brendan Baines und ich habe die große Freude, mit Corinna zu sitzen. Hallo. Hi, Und ich bin Glenn. sehr gespannt auf die Antworten unserer Fragen. Hallo Corinna, wie bist du zur Journey gekommen? Ich habe in der Zeit in Indien gelebt und ich hatte einen Tumor hier an meiner Speicheldrüse und eine Freundin hat immer dieses Buch erwähnt von der Brendan Baies. Die hat immer gesagt, hey, da hat sich jemand selber geheilt. Und die hatte das Buch aber verschenkt oder verliehen und irgendwann habe ich gedacht, du kannst es dir auch selber kaufen. Und als ich das las, war ganz klar, das ist es für mich. Da steht alles drin, was mich ausmacht, was mein Leben ausmacht. Und jetzt hatte ich aber in Indien gelebt und habe ich gedacht, also von der Flugreise her ist Deutschland als nächstes. Und bin damals extra dafür, und ich hatte eine zweijährige Tochter, die ich das erste Mal alleine gelassen habe, und extra dafür nach Deutschland geflogen habe, das erste Journey Intensive 4 gemacht. Und das Verrückte war für mich, wo ich gemerkt habe, das hat so sehr mit meinem Weg zu tun, ich kam zurück. Und Nikhil sagt zu mir, die Anita bringt die Journey nach Indien. Und 2 Monate später war Brendan Baies in Indien in Delhi. Wow, Und Wahnsinn. das hat mich so berührt, weil ich das Gefühl habe, mein innerer Ruf hat auch dazu beigetragen, dass Brendan Baies letztendlich nach Indien kam. Und dann hatte ich 3 Journey Intensives in Indien. Und für mich war das einfach meins. Und ich bin dann sogar also dann bin ich ja jedes Jahr nach Deutschland, dann habe ich auch da weitergemacht, was die Journey betrifft. Und als dann die Ausbildung nach Indien kam, war das meine Ausbildung. Ich habe letztendlich zum Journey Practitioner in Indien gemacht. Wow, Ja. du hast gesagt, dass du gleich wusstest, dass es meins. Woher wusstest du das? Wie Brendan ihren Verlauf beschrieben hat, dass sie das Gefühl hatte, dass der Tumor hat was mit ihr zu tun. Das war es auch für mich. Der Tumor hatte was mit mir zu tun. Okay. Und gleichzeitig wusste ich schon so viel und wusste nichts. So, also wie sie beschrieben hat, ihren Werdegang von dem der Heilung. Das Irre ist ja gewesen, dass ich nicht geheilt wurde. Also der Tumor wurde nicht geheilt durch die Journey, aber alles andere in mir oder ganz viele andere Teile fühlten sich so gut an, weil ich immer das Gefühl hatte, emotional war ich eingefroren und in der Journey habe ich gelernt, wie so aufzuwachen, in meinem Leben aufzuwachen. Und letztendlich war für mich nicht der Tumor das Wichtige. Den habe ich mir irgendwann rausnehmen lassen, weil ich gemerkt habe, das ist echt so ein Trip, der wird sich nie so verabschieden. Und auch bei einem Journey-Seminar, wo ich gemerkt habe, das ist mein Verstand, der daran festhält. Bei mir wird der nicht so gehen. Ich lasse mir den rausnehmen, das war eine Befreiung. Aber alles andere in mir war so bereit, zu spüren, mich zu spüren. Und ich habe einfach so viele Geschenke bekommen auf der Reise, weil ich das Gefühl immer hatte, ich war vorher ein unruhiger Mensch, auch mit meinen Kindern. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht in meiner Mitte. Da ist so viel, was mich bewegt. Und durch die Journey und die Ausweitung der Gefühle in mir, so ich komme zur Ruhe. Ich komme in meinem Leben an. Ich komme in meinem Körper an. Ich komme in meiner Mitte an. Und, das war das Wichtigste, ich kann viel mehr in meinem Leben mich auf ein Abenteuer einlassen und das emotional verkraften. Also ich kann neue Dinge beginnen und durch die Unterstützung, die emotionale Begleitung bin ich wirklich in der Lage, es gut zu verkraften und neue Ereignisse gut einzuleiten und in die Wege zu leiten. So.